Hallo und herzlich willkommen. Wäre das nicht was Schönes für dich oder für deine Liebsten für Frühling, obwohl hinter dem Fenster sieht man kein Frühling mehr? Das ist wirklich ganz schlimmes Wetter heute bei uns. Es regnet, regnet, regnet. Aber trotzdem mache ich dieses Video für euch mit diesem schönen Frühlingsmuster. Wie du siehst, wie du schon erkennen könntest, ich habe hier zwei Rapports in der Breite und zwei Rapports nach oben gestrickt. Das ist die rechte Seite und so sieht die linke Seite aus. Die Skizze habe ich wieder im Bund gezeichnet. Maschenzahl haben wir hier teilbar durch 18. Und jetzt kommt's. Wir haben Maschenzahl teilbar durch 18 plus 7 Maschen für die Symmetrie. Wenn du schon, du hast bestimmt schon gemerkt, dass die 7 Maschen sind genau so wie die 7 Maschen vorne. Also, du kannst das Muster, musst du nicht mit den 7 Maschen stricken. Du kannst das dir teilen, wenn du sagst, mir gefällt es nur das in der Mitte. Kannst du das nur stricken zum Beispiel? Oder du machst das so wie ich hier, dass du das einfach teilbar durch 18 plus 7 Maschen für die Symmetrie. Im Grunde genommen ist das ganz, ganz einfaches Muster. Wir haben die geraden Reihen, stricken wir so wie die Maschen erscheinen, also da wo sind linke Maschen, das sind die im Schwarz gezeichnet, da strickst du in geraden Reihen die Maschen nach rechts, die rechten strickst du natürlich nach links und so weiter und so weiter. Die Umschläge im Grün, die strickst du nach links. Die, die du hier zusammen strickst, strickst du auch nach links. Du kannst das Muster auch in Runden stricken. Ich habe schon vor langer Zeit bei jemandem eine Mütze, eine Kindermütze mit diesem Muster gesehen. Für Kind, da war ich ein bisschen ja, skeptisch, weil für Kinder, ja, okay, wie man will, wie man mag. Ob für Kinder so ein Ajourmuster schön ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, du kannst das auch in Runden stricken. Da hast du Maschenzahl teilbar durch 18. Du strickst erste Runde, fängst an mit der zweiten, mit der dritten und so weiter. Da hast du diese, für die Symmetrie, die Maschen nicht. Nach oben haben wir 16 Reihen oder 16 Runden. Wenn du in Runden strickst, hast du auch so, wie die Maschen erscheinen. Also die linken in geraden Runden erscheinen als linke Masche. Und so strickst du die. Die rechten erscheinen als rechte Maschen und du strickst die in geraden Runden nach rechts. Die Umschläge strickst du von vorne nach rechts. Auch die Maschen, die du zwei zusammenstrickst, strickst du nach rechts. Wir haben, wie gesagt, die linken Maschen hier im Schwarz. Dann haben wir im Blau die rechten Maschen, im Grün haben wir die Umschläge. Im Rot habe ich die zwei Maschen zusammen von vorne nach rechts stricken und hier zwei Maschen zusammen verschränkt, aber überzogen ist das. Ich zeige dir das alles, während wir stricken. Und hier hast du drei Maschen zusammen mit der mittleren in der Mitte. Das ist das, was ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe, dass die Maschen hier schön gerade nach hier sind, ganz sauber. Das war's. Mehr brauche ich euch nicht sagen. Wir stricken heute zusammen mit zwei Stricknadeln, ein Rapport in der Breite und ein Rapport nach oben. Also habe ich 18 Maschen für ein Rapport plus 7 Maschen für die Symmetrie plus zwei Randmaschen. Die erste Masche ist die Randmasche, die hebe ich. Danach im Schwarz habe ich zwei Maschen, die ich nach links stricke. So, dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss meine Maschen drehen, die hintere
Wand muss vorne sein und jetzt schiebe ich meine rechte Stricknadel unter den zwei Maschen, aber vorne und hole den Faden. Dann machen wir einen Umschlag, wieder drei Maschen, die wir nach links stricken. Und die dritte. Dann kommen drei rechte Maschen. Und wieder zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich drehe die nur deswegen, weil ich stricke die immer verschränkt, die Maschen. Deswegen muss ich die drehen. Wenn du ganz normal von vorne rechte Maschen strickst, dann musst du das nicht machen. Nach den zwei Maschen zusammen nach rechts machen wir einen Umschlag und wieder eine rechte Masche und wieder ein Umschlag. Jetzt eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Drei rechte Maschen. Und jetzt wiederholst du das wieder. Nächster Rapport und so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Und am Ende, so wie ich jetzt, machst du die sieben Maschen für die Symmetrie und zwar drei Maschen nach links, zwei Maschen zusammen von vorne, dann biegt sich die Masche in die rechte Richtung. Schau mal. Ein Umschlag und zwei linke Maschen und bei mir ist jetzt schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war die erste Reihe. Die dritte Reihe, die Randmasche und dann haben wir zwei Maschen nach links, ein Umschlag, eine Masche heben und eine Masche rechts stricken. Die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Dann haben wir drei linke Maschen. Zwei nach rechts, im Rot haben wir zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, nach hier, also von vorne zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, drei rechte Maschen, ein Umschlag, eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen rechts. Und bei mir sind schon nach dem Rapport die sieben Maschen. Drei nach links, Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei links und eine Randmasche. Das war jetzt die dritte Reihe. Die fünfte Reihe, die Randmasche. Und nach der Randmasche haben wir zwei Maschen links. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegt, von vorne, ein Umschlag. Danach haben wir drei Maschen links, das sind die in schwarz gezeichnet. Eine rechte Masche im Blau, wieder zwei Maschen zusammen nach rechts. Das sind die zwei Maschen, die ich im Rot gezeichnet habe. Dann kommt ein Umschlag im Grün. Zwei Maschen zusammen nach rechts wieder, das sind die im Rot. Na. Danach haben wir einen Umschlag, eine rechte Masche und einen Umschlag. Im Braun mit Punkt eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Eine rechte Masche. Und jetzt wiederholst du so oft deine Rapports, wie viele Male du brauchst. Und bei mir ist schon nach dem Rapport, die sieben Maschen sind da, drei Maschen nach links, zwei Maschen zusammen von vorne hier nach rechts, ein Umschlag und zwei linke Maschen. Und am Ende habe ich die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war jetzt die fünfte Reihe. Reihe 7, Randmasche und zwei Maschen links. Dann haben wir einen Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen.
drei Maschen, die wir nach links stricken, das sind die im Schwarz gezeichnet, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegt, von vorne, ein Umschlag und noch einmal zwei Maschen zusammen nach rechts. Und wieder ein Umschlag. Dann haben wir drei Maschen, die wir nach rechts stricken. Ein Umschlag, eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte. Ein Umschlag und noch einmal eine heben, die andere stricken und dann die gehobene über die gestrickte ziehen. Und bei mir sind schon wieder die sieben Maschen nach dem Rapport. Drei links, ein Umschlag. Eine Masche heben, die andere Masche stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen, zwei Maschen links und die Randmasche. Die achte Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Neunte Reihe, Randmasche, zwei linke Maschen, zwei Maschen zusammen nach rechts, also die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen, aber vorne und Faden holen. Ein Umschlag, drei Maschen links. Eine rechte Masche, ein Umschlag und dann eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Fünf Maschen rechts. Und die fünfte. Und wieder zwei Maschen zusammen nach rechts, also von vorne, ein Umschlag und eine rechte Masche. Bei mir sind schon die sieben Maschen nach dem Rapport, drei links, zwei zusammen nach rechts, von vorne, ein Umschlag, zwei linke Maschen und am Ende habe ich schon die Randmasche. Das war die neunte Reihe. Elfte Reihe, Randmasche. Und dann haben wir zwei linke Maschen. Wie du siehst, das ändert sich nicht, die zwei linke Maschen. Dann haben wir einen Umschlag, eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Dann kommen drei linke Maschen. Auch die ändern sich nicht. Die sind von Anfang an bis zum Ende. Dann haben wir zwei Maschen, die wir nach rechts stricken. Ein Umschlag, eine heben, die zweite rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen, wenn ich die nicht verliere. So, dann drei rechte Maschen und die dritte. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegt, von vorne die zwei Maschenfaden holen, ein Umschlag, zwei rechte Maschen und bei mir sind schon die sieben Maschen nach dem Rapport, drei links, ein Umschlag, eine Masche heben, die andere Masche stricken und die gehobene über die gestrickte, zwei Maschen links und am Ende habe ich schon die Randmasche. Das war jetzt die 11. Reihe. Die 13. Reihe Randmasche und wieder die zwei Maschen links, zwei Maschen zusammen nach rechts und ein Umschlag. Drei linke Maschen, eine rechte. Ein Umschlag, eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und wieder zwei Maschen, eine heben und die andere stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Dann haben wir eine Masche rechts und zwei Maschen zusammen nach rechts, also von vorne. Ein Umschlag und noch einmal zwei zusammen nach rechts, die rechte Stricknadel vorne und Faden holen. Ein Umschlag, eine rechte Masche. Bei mir sind jetzt die sieben Maschen nach dem Rapport. Drei links, zwei Maschen zusammen
nach rechts, ein Umschlag und zwei Maschen links. Und die Randmasche, das war die 13. Reihe jetzt. Die 15. Reihe, Randmasche. Und danach haben wir zwei Maschen links, ein Umschlag und zwei Maschen zusammen überzogen. Also eine heben, die andere stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Dann haben wir drei Maschen nach links, zwei rechte Maschen, ein Umschlag, eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag. Und jetzt kommen drei Maschen zusammen. Entweder machst du das so, drei Maschen zusammen, aber dann, wie du siehst, hast du, versuch mal, mach die drei zusammen, ist das nicht so schön. Ich mache das jetzt immer so, dass ich die mittlere Masche dann oben habe. Wie ich das mache, habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt muss ich die drei zusammenstricken. Also die zwei ersten, die hebe ich von linke auf die rechte Stricknadel. Ich muss meinen Finger wegnehmen, weil sonst siehst du kaum was. So, die zwei Maschen habe ich jetzt von der linke auf die rechte Stricknadel genommen. Dann schiebe ich die linke Stricknadel unter der erste Masche, die jetzt hier auf der rechten Stricknadel nicht gestrickt ist. Ziehe die rechte Stricknadel raus. Jetzt die Masche, die hier normalerweise hängt, sie hier normalerweise nicht noch, sie hängt hier, die nehme ich und lege die hier auf die linke Stricknadel. Siehst du? Jetzt würde die oben. Ich habe einfach die Plätze gedacht. Und jetzt, wenn du jetzt die drei Maschen zusammenstrickst, schau mal, dann ist sie ganz schön, liegt sie hier oben und macht die gerade Linie. Ein Umschlag. Und dann haben wir wieder zwei Maschen zusammen nach rechts, also die rechte Stricknadel von vorne, Faden holen, ein Umschlag und zwei rechte Maschen. Bei mir sind schon drei Maschen nach dem Rapport, nach links, ein Umschlag, eine Masche heben, ein Umschlag, eine Masche heben. Die zwei, warte mal, irgendwas stimmt hier bei mir da nicht. Eine Masche links, ein Umschlag. Moment, nee, es ist alles in Ordnung. Nach dem Rapport jetzt drei rechte Maschen, linke Maschen, ein Umschlag, eine Masche heben, die andere Masche rechts strecken und die gehobene über die gestrickte Masche ziehen. Dann kommen zwei linke Maschen und die Randmasche. Ich weiß nicht, was ich da falsch gesehen habe. Es war alles in Ordnung. Alle Maschen sind da. So, das war jetzt die 15. Reihe. Die 16. Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. So, wir sind fertig. Schau mal, so sieht das aus. Ein Rapport in der Breite und ein Rapport in der Höhe. Wie du siehst, wir haben hier diese Zickzack, deswegen haben wir einmal zwei Maschen zusammen rechts und einmal zwei Maschen zusammen überzogen. Das ergibt diese Zickzack, was wir hier haben, was ich auch ganz toll finde bei Socken. Wenn du die Skizze brauchst, kann ich dir die zuschicken und wenn nicht, kannst du dir auch die hier abschreiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.